Hier oben sollen über 100 Menschen einen Gottesdienst gefeiert haben. Die Polizei musste gestern die Messe dieser christlichen Freikirche auflösen. Was die Beamten erlebten, Gläubige ohne Maske, ohne Abstandsregeln. Einige versteckten sich im Keller vor den Polizisten. Der Bürgermeister von Herford ist verärgert über solchen Verhalten. Und auch Landrat Jürgen Müller kann das nicht verstehen. Mich hat es erschreckt. Also, dass man ohne Abstand, ohne Hygienekonzept, dass man zusammenkommt und singt, alle Regeln missachtet, das hat mich persönlich sehr getroffen. Es sei der erste Vorfall in seinem Kreis, wo eine Religionsgemeinschaft die Regeln nicht eingehalten habe. Er hoffe, dass es dabei bleibe. Also ich würde den Kirchen die Online-Gottesdienstform empfehlen und das kann man auch wirklich gut machen. Herford ist kein Einzelfall. Erst kurz vor Weihnachten hatte die Polizei in Essen einen Gottesdienst der freikirchlichen Pfingstgemeinde auflösen müssen. Auch dort waren über 80 Gläubige zusammengekommen zum Beten und Singen, ohne Masken, ohne Abstände. In Herford erwarten die Gottesdienstbesucher nun hohe Geldstrafen.